So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin wieder back. Wir drehen heute mal wieder ein Video für euch. Es war lange Zeit kein Video über ein Auto. Jetzt haben wir die Zeit gefunden. Die Sonne scheint, Wetter ist perfekt. Zu dem geilen Wetter haben wir natürlich das passende Auto heute hier. Wir machen heute ein Ferrari F8 Spider. Original hat das Ding 720 PS, 770 Newtonmeter. Der bekommt von uns heute Downpipes und Software und wird dann haben so gute 820 bis 840 PS und um die 900 Newtonmeter. Ja. Bei dem Leistungsgewicht ist es natürlich brachial und wie gesagt, wir machen für euch jetzt ein paar Tests und zwar machen wir jetzt einmal eine Dezibelmessung. Wie laut ist das Auto in Original, ja, wenn man hinterm Auto steht und auch mal im Auto drin, ja, weil das interessiert vielleicht auch jemand, wie verändert sich der Klang im Auto und dann würde ich mal sagen, wir legen direkt mal los. Mein Meister Zbyszek, der steht schon mit dem Dezibelmessgerät am Auto und dann gucken wir mal, was das Ding in Serie drückt an Dezibel. So, wir fahren jetzt mit euch eine kleine Runde, dann messen wir nochmal Dezibel vom Innenraum, wie laut es im Innenraum ist. Ich bin gespannt. Und danach nimmt das Zbyszek das Auto rein, macht die originalen Downpipes raus und dann machen wir schöne FI-Exhaust 200 Zeller Downpipes rein. Ja? Warum 200 Zeller? Damit das Auto nicht so stinkt, weil Spider ohne Cut würde natürlich die Abgase ungefiltert hinten rausgehen. Wenn da der Wind von hinten kommt, dann kriegst du das ganze Ding auf deinen Kopf, dann stinkt es. Überleg mal, was die Frau dann sagt. Was sagten die dann? Vielleicht mögen manche da ein bisschen Parfüm nach Sprit, aber gibt es wahrscheinlich nicht so viele. So meine Lieben, ich mache wieder für euch ein Video mit einem neuen Team. Wir haben jetzt zwei coole Jungs in der Nähe von Frankfurt, Framers und Editors, der Mo und der Nico. Wir drehen jetzt mit denen die nächsten Videos und ich hoffe, es wird euch gefallen. Ich werde mir natürlich wieder sehr viel Mühe geben, werde euch versuchen, so viel wie möglich zu erklären und dann schauen wir mal, was bei rauskommt, gell? Was wir jetzt machen, ist auf jeden Fall mal Dezibelmessung im Auto drin, unter Volllast. Dazu gehen wir auf eine Schnellstraße. Ja, F8 Spider, was kann man zu dem Fahrzeug sagen? Es ist natürlich in der richtigen Farbe, rot. Ferrari ist, glaube ich, nur schön in rot. Es gibt manche Menschen, die kaufen das Ding in Silber. Aber Silber ist so eine Farbe, die passt, glaube ich, gar nicht zum Ferrari. Ich sag rot und dieses Gelb, was es da gibt, also so ein 488 Pista oder sowas in Gelb, sieht auch natürlich sehr gut aus. Und ja, das Pferdchen ist auf dem Lenkrad. Verarbeitung ist okay. Kann man natürlich nicht mit Made in Germany vergleichen. Ja. Und wenn man sich natürlich Einzelteile mal genauer anschaut, wird man sehr schnell feststellen, dass sie auch an einem Fiat verbaut sind. Aber wer ja Ferrari kauft, wer Ferrari fährt, der kauft es ja wegen Namen, wegen dem Adrenalin-Feeling und ja. Also, Serie im Auto drin, beim Durchbeschleunigen haben wir 95 Dezibel. Ist schön, hört sich auch sehr kernig, sehr schön an. Ja, gefällt mir. Da bin ich mal gespannt, wenn die originalen Downpipes rauskommen, wenn der nicht mehr so eingeschnürt ist mit den 200 Zeller Renncuts, sollte er etwas lauter werden. Wird wahrscheinlich nicht viel lauter, aber minimal soll er schon ein bisschen was an Klang bringen. Aber das sehen wir dann, wenn der Christian die Dinge eingebaut hat. Jetzt fahren wir zurück und dann kann der Christian die Mechanik mal anfangen. We'll be right back.
So, Maschine ist drin, kommen wir zur Hardware. So, Hardware wird verbaut, 200 Zeller Rennkatz, ja, von FI Exhaust, Nummer 1, Nummer 2, die kommen jetzt da rein. Das lasse ich natürlich den Zbyszek machen, den Meister. Früher habe ich auch gerne selber geschraubt, aber aus dem Alter bin ich langsam raus. Und wenn man einen guten Meister hat, soll der Meister das Nein machen. Ich mache dann den schwereren Teil, ich mache dann die Software. Ja? Es ist zwar handwerklich schwerer, die Downpipe reinzumachen, aber das schwere Teil ist wirklich die Software. Die zeige ich euch auch gleich. Der Christian macht mir jetzt gleich das Motorsteuergerät raus. Wir werden das direkt am Tisch programmieren. Und dann zeige ich euch mal ein bisschen die Einzelheiten vom F8 Ferrari Spider Software Bosch MED 17. Da ihr alles mitbekommen sollt, wo was sitzt, wo was gemacht wird, haben wir unseren Zbyszek mit einer Spezialausrüstung ausgerüstet. Zbyszek, wo bist du? Komm mal her, Kerle. So, er hat für euch heute die Kopfkamera. Ja? Das heißt, ihr werdet alles sehen, wo er schraubt, wo er was rausmacht. Und dann sehen wir, ob er was kaputt macht beim Aufmachen. Ja? Und ob er alle Schrauben wieder reinmacht beim Zusammenbauen. Also, das Erste, was ich brauche, ist das Motorsteuergerät vom Zbyszek. Zbyszek wird jetzt hier auf jeden Fall die beiden Räder wegmachen. Das Motorsteuergerät befindet sich hier auf der Beifahrerseite hinten. Muss das Rad runter, der Radlauf raus und da dahinter sitzt das Motorsteuergerät. Das wird meine Aufgabe sein. Alles andere übernimmt der Meister. Steuergerät ist bei mir, Christian hat was ausgebaut. Ich werde ein bisschen jetzt auslesen und wie das geht, seht ihr jetzt hier. Und zwar benutze ich dafür den Autotuner. Für mich, meiner Meinung nach, das ultimative Tool heutzutage, weil man damit auch sehr gut loggen kann. Man hat keine Updates, wo man bezahlen muss jährlich. Und dann machen wir das jetzt mal auf hier. Ihr fragt euch natürlich, oh Mann, woher weiß er das, wo der welches Kabel da reinstecken muss in diesen ganzen Pin-Geschichte hier. Und ich zeige euch das. Wir wählen hier das Fahrzeug aus. Wir haben einen Ferrari F8, klicken hier auf Anweisungen und wir haben hier alles beschrieben, wo was angeschlossen werden muss, welches Kabel wir benutzen müssen. Hier ist die Belegung der Pins. Die Pins stecke ich jetzt so an, wieder auf dem Bild. Und dann gehen wir mal auf Identifizieren. Kurzer Checkup. Alles dran, dann gehe ich auf Identifizieren und wir sehen, er hat schon den Prozessor gefunden, ist ein Infineon Tricor TC1797 und jetzt können wir die ganze Geschichte hier auslesen. Ja, ihr fragt euch sicherlich, wie wir das machen, wenn ich nicht hier bin oder auch für andere Händler das mache. Wir haben uns extra eine Dealer-App programmieren lassen, wo jeder Dealer von uns die Möglichkeit hat, die Software hochzuladen. Und dann kann er mir hier anklicken direkt, was gemacht ist oder was beziehungsweise an Hardware technisch gemacht wird. Dann wählt er mir die Datei aus zum Hochladen. Ich auf der anderen Seite, ja, bin jetzt zum Beispiel in Spanien oder irgendwo anders oder in Abu Dhabi, habe jetzt eine Nachricht bekommen mit Fahrgestellnummer und ich weiß, ein Händler hat mir was hochgeladen. So begebe ich jetzt zum Laptop. Lade die Datei runter, bearbeite sie, lade sie wieder zurück und dann kriegt der Christian hier eine Nachricht, dass das File fertig ist. Das Gute an der ganzen Geschichte ist, egal ob bei PP Performance Standorten oder PP Performance Approved, wenn ein Kunde seine E-Mail angelegt wird, ist es so, dass der Kunde nach Fertigstellung eine E-Mail bekommt mit einem Code, wo er auch auf einer Verifizierungsseite bei uns den Code eingeben kann und auch sicher sein kann, dass die Software von mir kommt. Weil man muss immer aufpassen. Ne? Wird immer ein bisschen Schmutriebe. So, jetzt gehen wir an den Laptop, machen wir die Software. Ich am anderen Ende bin natürlich auf meiner Dealer-App. Dann lade ich mir das Originalfile runter. Ich sehe jetzt hier alle Sachen, die praktisch ausgewählt worden sind. Die Notiz 200 Zellen-Cut. Dann lade ich mir die Datei runter und fange an, sie zu bearbeiten. Wir haben hier
Gaspedal, Drehmoment, Begrenzungen, ein paar untereinander. Dann haben wir hier das maximale Drehmoment, ja, also praktisch Kennlinie, maximales Motormoment. Dann haben wir ein paar Fehlercodes für OPF, DPF, CAT, Bipapo. Ja, das sind die Fehlercodes hier. Die machen wir natürlich alle aus. Die braucht man nämlich nicht. Dann tue ich das Ganze hier exportieren und Upload Tune File. Dann schicke ich das wieder weg. Finish. Und sobald es hochgeladen ist, zack, fertig, complete. File ist auf dem Weg wieder zum Christian. Christian hat jetzt soeben eine SMS bekommen, dass das File fertig ist und er spielt es jetzt rein. Ja. Wie ihr seht, Zbyszek hat es rausgemacht, hat gebraucht jetzt ungefähr knapp 2-2,5 Stunden. Ihr seht jetzt hier die Original-Downpipe mit dem Original-Cut und die FI Exhaust Downpipe mit dem 200 Zeller Renn-Cut. File beim Christian angekommen, ja, runtergeladen von der Plattform. Jetzt gehe ich auf ECU schreiben, abgestimmte Datei. Dann wähle ich die Datei aus, die ich dem Christian geschickt habe, ja, die modifizierte. Zack, schreibe die einmal rein und dann bauen wir das Steuergerät zurück. Dann gucken wir, wann der Christian fertig ist. Und dann geht es auch schon wieder los auf den Prüfstand. So, meine Lieben, wir sind hier beim Nachbar, 250 Meter weiter vor uns, auch ein Chiptuner, AK Asim aus Albanien, ja, ganz geiler Typ, ja. Wir kennen uns schon sehr lange und wie ihr seht, funktioniert es auch, ja, auch wenn wir so zu zweit in Bad Mergentheim, zwei Chiptuning-Firmen, aber wir helfen uns natürlich auch ein bisschen gegenseitig und da mein Prüfstand momentan defekt ist, habe ich gesagt, Asim, ich komme zu dir, messen wir das Ding schnell und er hat gesagt, kein Problem. Das dauert hier etwas länger gerade, weil so ein Ding spannt man lieber zweimal an, ja, und guckt nochmal doppelt drüber, weil wenn der mal vom Prüfstand runterfällt, dann ist es nicht gut. Ja. So, wir bereiten die ganzen Jungs vor, ja, weil wie ihr wisst, Ferrari hat Landluftkühler hinten, wir haben nur ein Gebläse vorne jetzt momentan, das heißt, wir müssen seitlich reinblasen, sprühen noch ein bisschen Wasser mit rein, wegen der Ansauglufttemperatur, weil die ist das A und O. Oh. Was ein brutaler Aufwand, das Ding zu messen, aber dank Archimedes Hilfe und diese Batterieabklemme hier, da sind die alle Fehler weggegangen. Wir konnten das Ding messen. Christian und Paul, die haben kräftig Wasser reingesprüht. Deswegen haben wir trotz Wasser eine maximale Ansauglufttemperatur von fast 62 Grad. Ja? Auf der Straße, klar, kommt die Luft brutal rein. Und wenn man da keine richtigen Gebläse seitlich hat, muss man ein bisschen mit Wasser nachhelfen, weil sonst reduziert er die Leistung, wenn die Ansauglufttemperatur zu hoch wird. Wir fahren 1,4 bar bis Drehzahl Ende, ja. Die Durchschnittsmessung, wir haben dreimal gemessen. Die erste Messung waren 850, die zweite Messung war alles richtig runtergekühlt, waren 870 PS. Und wenn man da den Schnitt nimmt, praktisch alles, ich weiß nicht, das ist ein Rotax
Prüfstand und die nehmen dann den Schnitt. Und wir haben jetzt hier effektiv 833,2 PS und 960 Newtonmeter. Ich denke, bei dieser Temperatur reicht das, ja? Weil es ist auch ziemlich warm hier noch. Und wir haben alle gute Arbeit geleistet. Christian muss jetzt noch eine Unterbode wieder hinmachen. Und dann kann der Kunde los. Ja, 100, 200. Was wird das Ding fahren mit der Leistung? Ich denke mal so 4,6, 4,7. Aber das macht dann der Kunde. Vielleicht sagt er uns Bescheid. Dezibel im Stand lauter. Klar, wenn der Cut jetzt ganz draußen wäre, wäre es noch etwas lauter. Wenn man die Abgasanlagen machen würde, wäre es noch etwas lauter. Und dann wäre es Gefängnis, gell? Deswegen nicht übertreiben im Straßenverkehr. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. So, kommen wir zum Feierabend. Ja, wir sind fertig. Ja, war ein sehr schöner Tag mit den zwei Jungs hier. Das war das erste YouTube-Video, was wir jetzt so für YouTube gedreht haben. Und es hat sehr Spaß gemacht mit euch, Nico und Mo. Und ich hoffe auf viele weitere Videos, Framers Editors. Mal schauen, was die jetzt daraus schneiden. Ja? Und ja, auf eine gute Zusammenarbeit. Paul, machst du gerade Story für Instagram oder was? Sehr schön. Grüße an die Instagram-Leute draußen. Also, kommentiert mal drunter, wie euch das Video gefallen hat, ob ihr mehr sehen wollt, was euch interessiert. Und vor allem, ob wir die Videos vielleicht anders gestalten sollten, was für euch interessanter wäre. Ja, wir waren jetzt auf dem Prüfstand, haben ein bisschen Software gezeigt, haben den Einbau gezeigt. Gefahren sind wir jetzt nicht viel auf der Straße, aber ihr wisst, auf der Straße muss man nicht fahren, weil das ist sehr gefährlich. Also, macht's gut!